heute geht es um WhatsApp über PC. Also PC, WhatsApp und so. Ja, ich habe es gestern getestet. Es gibt einen Link, also es gibt eine Seite, die heißt, glaube ich, www.whatsapp.com. Ich schreibe es aber nochmal in die Infobox unten rein. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Und da geht man dann drauf. Dann ist da so, dann öffnet sich ja die Seite, dann ist da ein QR-Code. Also ist mit den ganz schwarz-weißen Dingern da. Wird sicher jeder kennen. Dann geht man auf sein Handy, also ins WhatsApp rein. Man muss die neueste Version haben. Ich habe es gestern auch aktualisiert. Und dann geht man ins Menü und dann steht da WhatsApp Web. Da geht man dann drauf und dann öffnet sich eine Kamera. Also die Kamera öffnet sich dann und dann ist das so ein eingegrenzter Kasten. Und dann geht da so ein grüner Strich hoch und runter und links nach rechts. Und das muss man dann vor den QR-Code halten am PC, dann wird es abgescannt und dann steht da irgendwie, du bist verbunden und dann öffnet sich ein neues Bild und dann sieht man einfach sein WhatsApp, was man normalerweise am Handy hat, sieht man dann auf dem Laptop. Finde ich eigentlich total cool, weil es ist schön groß alles, es ist ein Fenster, das kann man nicht schließen, glaube ich. Und ja, also ich finde es wirklich besser, am PC zu schreiben, es geht schneller, aber das Ganze hat natürlich auch seine Nachteile, denn das Handy braucht eine Internetverbindung. Wenn man jetzt sein WLAN ausmacht oder sein mobiles Netzwerk, Daten irgendwie, wie es auch mal heißt, sein Internet ausmacht am Handy, dann steht da keine Verbindung und dann kriegt man auch keine Nachrichten. Der nächste Nachteil ist einfach, wenn man sein Handy 2 Meter neben sich liegen hat, dann bimmelt es, wenn man eine Nachricht am PC bekommt. Das zeigt auch dann an am PC, kann man einstellen, mit Ton, ohne Ton. Und somit müsste man sein Handy dann auf lautlos schalten, beziehungsweise sein WhatsApp-Ton, dass man es am Handy nicht hört. Und das finde ich eigentlich schon einen sehr großen Nachteil, weil dann kann ich es eigentlich gleich am Handy benutzen, finde ich. Oder ich lasse den Ton am Handy an, lese es dort und schreibe dann einfach am PC zurück, dass es einfach ein bisschen schneller geht. Aber das ist eigentlich wirklich ein großer Nachteil, dass das Handy dann an sein muss und dass es dann einfach bimmelt und das nervt dann auch irgendwie. Aber sonst finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man das vielleicht nur irgendwie abschaffen könnte, dann würde ich vielleicht auch öfters nutzen am PC, weil das ist ganz einfach. Und wenn man dann fertig ist mit WhatsApp am PC, dann geht man hin und meldet sich einfach ab. Und beim nächsten Mal meldet man sich mit einem neuen QR-Code einfach wieder an. Ja, das war so meine Review zum WhatsApp am PC. Vielleicht hast du es auch schon mal getestet. Wenn nicht, kannst du es mal testen und mir deine Meinung schreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Falls irgendwelche Fragen sind, gerne einen Kommentar schreiben. Wenn dir mein Kanal gefällt, gerne ein Abo dalassen. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.